Einer unserer größten Probleme in unserer Gesellschaft, wenn es um Gesundheit geht, ist nicht nur die Ernährung von einigen Leuten, sondern auch der abrupte Bewegungsmangel, der auch für sehr viele Degenerationen bei uns in der Gesellschaft mitverantwortlich ist. Aus meiner Schulzeit kenne ich noch von einigen Klassenkameraden die Aussage, dass Sport Mord ist. Und das sehe ich zum Teil bei der Gesellschaft auch immer vermehrt, dass die Leute immer mehr Lust haben, sich körperlich zu betätigen. Aber viele wollen auch abnehmen und das am besten mit so wenig Aufwand wie möglich. Und das sehe ich auch manchmal in der gesundheitlichen Szene, dass halt sehr viel der Fokus auf zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel gelegt wird, was ja auch nur einfach eine Art Medikament ist oder auch nur die Ernährung da betrachtet wird. Das heißt, man muss einfach nur die Ernährung umstellen. Da wirst du zwar automatisch abnehmen, aber so dieses richtige körperliche Wohlbefinden und diese Energie bekommst du aber auch nur zusätzlich, wenn du deine Ernährung anpasst und dann auch nochmal dein und anfängst halt dich zu bewegen und körperlich aktiv zu sein. Wichtig für euch ist, dass ich unter Bewegung jetzt nicht so einfache Tätigkeiten jetzt meine, wie zum Beispiel herkömmliche Gartenarbeit für mehrere Stunden oder spazieren gehen, sondern dass man auch wirklich versucht, den Körper in gewissen Reizen auch zu bringen, dass er zum Beispiel Muskel aufbaut, dass man zum Beispiel ein besseres Körpergefühl hat, eine bessere Atmung und dass man auch mehr Ausdauer hat. Also das heißt zum Beispiel fürs Ausdauertraining Laufen, Seilspringen, Fahrradfahren zum Beispiel, beim Krafttraining Ganzkörpertraining mit Liegestützen, Kniebeugen, Klimmzügen, solche Sachen halt auch machen. Und dann mache ich zum Beispiel noch Dehnübungen, um halt die Bänder zum Beispiel und die Faszien elastisch zu halten, um einfach auch beweglicher zu sein. Und zusätzlich dafür mache ich noch Tai Chi. Wegen der Atemregulation, langsame Bewegungen halt auch, um den Körper besser zu spüren. Also das ist halt für mich so dieses Kompaktpaket, was ich halt sehe, um auch wirklich gesund zu bleiben. Wichtig für euch ist, wenn ihr zum Beispiel Sport bei euch im Alltag integrieren wollt, dass ihr nicht so monotone Bewegungen macht, wo man zum Beispiel nur eine Muskelgruppe die ganze Zeit bewegt und die andere so ziemlich vernachlässigt wird. Das Problem haben ja viele durch das zum Beispiel lange Sitzen, dass sie halt gewisse Muskelgruppen verkürzen und dadurch die Rückenschmerzen kommen. Und da könnt ihr euch mal als Beispiel mal die Jungs und Mädels bei euch anschauen, ganz junge Menschen, sage ich mal. Da beobachte ich die hier bei mir auch überall in der Siedlung, dass die wirklich alles Mögliche machen. Also die laufen auf allen Vieren, springen rum, sprinten manchmal, laufen rückwärts. Also wenn man sie mal ein bisschen beobachtet, die machen ja alles Mögliche. Und genauso diese Bewegungsabläufe sollten wir auch unbedingt machen, dass wir halt den ganzen Körper, alle Muskelgruppen, alle Bänder dehnen und sowas, dass wir halt hier keine Muskelgruppe oder sonst irgendwas in unserem Körper vernachlässigen, sondern wirklich versuchen, alles in unserem Körper fit zu halten. Wer jung, fit und aktiv sein möchte, für den ist Sport einfach ein wichtiger Bestandteil im Leben. Man kann sich mal so ein paar Videos anschauen von etwas älteren Menschen, die 70 oder 80 sind und immer noch im Bodybuilding-Bereich tätig sind, Gewicht heben und sowas machen. Und die schauen wesentlich jünger aus, als sie eigentlich vom Alter sind und was sich die Leute eigentlich vorstellen, wenn man zum Beispiel 80 ist, wie man ausschaut. Und auch ein wichtiger Punkt für mich ist, warum ich mich eigentlich sportlich sehr aktiv ist, weil es einfach im Alltag um einiges leichter ist. Du fühlst dich wohler, du schnaufst auch nicht, wenn du die Treppen hochsteigst, du kannst deinen Alltag viel besser bewältigen, kannst auch Sachen viel einfacher heben, also es wird da alles um einiges einfacher. Und da finde ich es halt zum Beispiel sehr interessant, wie bei uns hier in der Gesellschaft immer gesagt wird, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, dann ist alles okay, dann kannst du übergewichtig sein, dann kannst du dünn wie ein Strohhalm sein zum Beispiel, war ich ja selber zum Beispiel auch und es war überhaupt gar keine schöne Zeit. Und da auf beiden Extremen, das ist kein schönes Gefühl und alle Leute, die dann behaupten, ich fühle mich ja bei meinem Körper wohl, die haben wahrscheinlich noch nie die Disziplin und die Ausdauer an den Tag gelegt, um halt ihr
unseren Körper halt zu optimieren. Also wir sind ja nicht der Körper, wir haben einen Körper. Und den kann man halt die ganze Zeit optimieren. Und ich denke mir mal, jeder, der halt die nötige Disziplin und Ausdauer halt mitbringt und halt ja, sportlich aktiv ist, sage ich mal, der wird dann einfach nicht sagen, dass er mit, sagen wir mal, 10, 20 Kilo Übergewicht sich dann noch wohlfühlt oder irgendwie sowas. Das sind meistens die Leute, die das halt einfach nicht ausprobieren oder auch einfach zu faul sind, um halt die Schritte halt in die Wege zu gehen. Also sowohl halt Übergewicht oder auch halt, wenn man halt untergewichtig ist, dass man halt da auch anfängt, dass man da Muskeln aufbaut, um halt eine gewisse Definition und Struktur zu bekommen. Also kurz nochmal meine Botschaft zusammengefasst. Wer rastet, der rostet. Und wenn ihr was für eure Gesundheit tun möchtet und euer Körper euch etwas wert ist, dann macht ausreichend Sport, bewegt euch einfach. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wie ihr zu dem ganzen Punkt steht, welche körperlichen Aktivitäten ihr alles so macht. Könnt ihr mir gerne alles unten in die Kommentare schreiben, welche Sportarten ihr zum Beispiel macht, interessiert mich alles sehr. Sonst auch gerne dieses Video an Freunden, Bekannten, Familie weiterteilen. Ist gerne gewünscht, auch auf Social Media Plattformen. Und natürlich freue ich mich auch über weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Zum Beispiel meine Kurse, die ich euch anbiete, auch zum Beispiel für die schleimfreie Heilkost, fürs Fasten. Gebe auch gerne Beratungen in Sport, Bewegung, Tai Chi und alles Mögliche. Findet ihr auch alles unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.